Familie Trams macht mit beim großen Feldversuch ihrer Stawag, bei dem das Stromsystem der Zukunft getestet wird. Sie erklärt uns ganz genau, was hinter SmartWatt steckt. Mir ist es wichtig, dass wir regenerative Energien nutzen. Und natürlich auch, dass wir Strom sparen. Als Teilnehmer beim Stawag-Feldversuch SmartWatts erfahren wir viel mehr über unseren eigenen Stromverbrauch. Zum Beispiel, wie viel unsere Haushaltsgeräte gerade jetzt in dem Moment verbrauchen. Das hilft uns dabei, Stromfresser zu identifizieren und unser Nutzungsverhalten zu ändern. Das klingt nicht nur plausibel, sondern ist auch einfach zu bedienen. Mit dem Paket aus elektronischem Stromzähler, Speichereinheit, Kommunikationsbox, intelligenten Steckdosen und dem iPad mit der SmartWatts-App können die Trams nun sehen, wie viel Strom sie wann verbrauchen und sogar festlegen, wann die Hausgeräte mit der Arbeit starten sollen. Den Einbau erledigen die Techniker ihrer Stawag. Sie bauen alles ein und übergeben ihnen ihr neues iPad für die SmartWatts-Steuerung. Mein neues Spielzeug. Schatz, das verstehst sogar du. Hier sehen wir, was wir gerade im Haushalt verbrauchen. Und hier können wir sehen, wie viel wir gerade für den Strom pro Kilowattstunde bezahlen. Aber das Beste ist, für unsere Stromfresser können wir an unseren intelligenten Steckdosen genau festlegen, wie viel wir maximal für den Strom bezahlen möchten. Und dann schaltet sich die Waschmaschine nur dann an, wenn der Strompreis gerade unter der von uns gewählten Preisschwelle liegt. Okay, das hab selbst ich durchschaut. Aber hast du mir nicht gesagt, es geht hier auch um regenerative Energien wie Windkraft und Photovoltaik? Ja, auch. Denn der Strompreis ist bei den variablen Tarifen natürlich dann günstig, wenn viel Strom aus regenerativen Quellen zur Verfügung steht, der ohne Zwischenspeicher nicht so einfach genutzt werden kann. Wenn wir also viel Sonne und viel Wind haben und nur wenige Menschen gerade Strom brauchen. Und wenn wir dann zuschlagen und Strom verbrauchen, fördern wir die Nutzung der regenerativen Energien und sparen dazu auch noch Bares. Das habe ich jetzt auch verstanden. Aber heißt das etwa, dass Sie jetzt nur noch die Kaffeemaschine bei gutem Wetter und viel Wind anschalten können? Nein, natürlich nicht. Wir entscheiden ja darüber, welche Geräte sich zeitabhängig anschalten und welche nicht. Und das lohnt sich richtig zum Beispiel bei Waschmaschine und Trockner. Mama, waschen! Und selbst wenn dann ganz dringend jetzt und sofort das neue Lieblingsshirt gewaschen werden muss, dann geht das auch. Denn die Steuerung lässt sich an jeder intelligenten Steckdose ganz einfach per Knopfdruck ausschalten. Stawag SmartWatts. Fast so smart wie unser Kleiner.